Thank you.
Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Kennen Sie die Namen Ihrer Urgroßeltern? Bekommen Sie die noch aus dem Stand zusammen? Unter meinen Urgroßeltern gab es eine Theone, die war mit Ernst verheiratet, einen Wilhelm mit Ida, einen Adolf mit Elisabeth und eine Katharina mit Adam. Ich gebe zu, ich hätte das aus dem Stand nicht mehr gewusst. Ich musste noch mal meine Eltern anrufen. Über die Namen meiner Großeltern muss ich keine 3 Sekunden nachdenken, aber schon bei meinen Urgroßeltern fällt es mir schwer. Und doch haben einige Erinnerungen die Generationen überlebt. Ich weiß, dass meine Uroma Theone einen Führerschein hatte, als Frau, in den frühen 20ern. Ich weiß, dass Elisabeth ihre 3 älteren Brüder im Ersten Weltkrieg verloren hat. Ich weiß, dass Ernst und Wilhelm Kaufleute waren und Adam und Adolf Bäcker. Meine Mutter erzählt, dass ihre Oma Katharina streng über ihre Hausaufgaben gewacht hat. Mein Vater, dass es bei seiner Oma Ida immer Weißbrot mit Bockwürstchen gab. Ich glaube, Sie können auch solche Anekdoten erzählen. Von Ihren längst verstorbenen Verwandten und noch viel mehr von denen, an die Sie heute besonders denken. Wer nämlich sucht, so sucht mich in euren Herzen. Habe ich dort eine Bleibe gefunden, bin ich immer bei euch. Das ist von Rilke und sehr beliebt an Traueranzeigen. In der Erinnerung bleiben und so lebendig bleiben. Solange noch jemand an einen Verstorbenen denkt, ist dieser nicht völlig weg, nicht verloren. Das ist ein sehr tröstlicher Gedanke. Und ich frage mich trotzdem, was passiert, wenn die Erinnerungen verblassen? An vieles erinnere ich mich, manches vergisst man. Es fängt mit Nuancen an, mit Kleinigkeiten, mit der Farbe des Wintermantels und dem Rezept des Lieblingsgerichts. Irgendwann geht es verloren. Irgendwann werden unsere Lieben und werden auch wir vergessen sein. Im Predigtext für heute, im 2. Petrusbrief, steht: Der Tag Gottes aber wird kommen wie ein Dieb. An diesem Tag werden die Himmel prasselnd vergehen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und verglühen. Gott wird die Erde ansehen und wird alle Taten finden, die auf ihr geschehen sind. Der Tag Gottes, irgendwann in der Zukunft, an einem Tag, an dem Himmel und Erde vergehen. Sie werden zerstört, wie in einem Katastrophenfilm. Ein Tag, an dem Gott Gericht hält, an dem Gott nichts entgeht und an dem es kein Entrinnen gibt. Lange Zeit wurde dieses biblische Bild benutzt, um den Menschen Angst zu machen, um sie zu kontrollieren. Gott sieht alles und bestraft alles mit grausamer Härte, die ja irgendwie auch gerecht sein soll, weil Strafe muss sein. Und eigentlich hätten eh alle die Hölle verdient. So oder so ähnlich sagte man und sagte es besonders oft in der Kirche. Ich möchte dieses Bild heute anders deuten. Ich habe gelesen, am Tag Gottes wird Gott die Erde ansehen und wird alle Taten finden, die auf ihr geschehen sind. Wenn Menschen sterben, bleibt manches offen. Vieles unausgesprochen und unerhört. Das sind leise, gute Taten im Hintergrund, für die niemals gedankt wurde. Es sind Gefühle, die nicht gezeigt werden konnten. Manche Eltern konnten ihren Kindern nie "Ich hab dich lieb" sagen. Manche Kinder nie "Ich dich auch". Manche Ehepartner haben vergeblich auf ein "Ich schätze, was du für mich tust" gewartet. Und manche Freundinnen auf ein "Hey, ich wollte einfach mal fragen, wie es dir geht". Es gibt Gewalt, über die nie gesprochen wurde. Körperliche und seelische.
Das war falsch von mir. Es tut mir leid. Viele hätten das gerne gehört und ich glaube, einige hätten es gerne noch gesagt. Wenn Menschen sterben, bleibt manches offen. Und ich glaube, dass es am Tag Gottes eben darum geht, um das, was offen geblieben ist. Nicht um Höllenstrafen, was sollte das auch bringen? Ich glaube, es geht darum, dass die Schuld, die mit ins Grab genommen wird, wirklich vergeben werden kann. Dass das Unerhörte Gehör findet und das Ungesehene zutage tritt. Auch das, was wir vergessen haben. Auch das, von dem wir vielleicht nie wussten. Es geht nichts verloren. Gott wird die Erde ansehen und er wird alle Taten finden, die auf ihr geschehen sind. Etwas später steht in unserem Predigttext: Nach Gottes Verheißung erwarten wir einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dort ist Gerechtigkeit zu Hause. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Etwas Neues in Gerechtigkeit. Ich glaube fest, diese Gerechtigkeit ist keine Gerechtigkeit, die uns Angst machen müsste. Es ist eben diese Gerechtigkeit Gottes, die das Unerhörte hört und das Ungesehene sieht, die es ernst nimmt und das, was offen ist, zur Ruhe kommen lässt. Ich glaube fest, nichts und niemand geht verloren und ich glaube fest, alles wird neu. Auch gerade in Situationen, in denen ich mir nicht vorstellen kann, wie das gehen soll, gerecht, gut und neu. Gerade da vertraue ich auf das, was wir vorhin in der Lesung gehört haben. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu.